NG Mental Coaching sagt frohe Weihnachten für dich. Einen wunderschönen Motivation Friday wünsche ich dir. Ja, und jetzt ist es bald wieder soweit. Bald ist der 24. Dezember, bald ist Weihnachten. Und ich hoffe, du bist schon gut vorbereitet, denn ja, der Countdown läuft und das Christkind steht vor der Tür. Und ich möchte einfach mal in diesem Video so ein bisschen über das Jahr 2019 sprechen, was alles war, was auch mit NG Mental Coaching war und was bei dir so gelaufen ist. Das war einfach so einen kleinen Rückblick machen und über die Magic Moments sprechen, damit wir diese geballte Kraft, diese Power, die wir dieses Jahr erreicht haben, mit ins neue Jahr nehmen und nochmal ein Level draufsetzen. Also, zu Beginn des Jahres von diesem Jahr 2019 kam schon das erste Highlight. Und zwar, genau am 10.01.2019 gab es die zweite Auflage von Natürlich. Raus kam sie dann Ende Januar. Dann haben wir damit eine Signierstundentour gemacht. Und das ist krass einfach. Also da schon die zweite Auflage von ist, ich kann es immer noch nicht glauben. Und so fing das Jahr 2019 einfach direkt schon an. Im Februar ging es dann für uns auf eine Messe, wo ich dann auch ganz spontan einen Pitch, also auf der Bühne stand und ein bisschen was gesagt habe, Poetry Slams geschrieben habe, und wir haben dann auch schon sehr viel nach Räumen geguckt, wo wir dann unsere Veranstaltung geben können, und sind dann auch bei einem Raum fündig geworden für den 25. Mai diesen Jahres. Und ja, dann kam es im März, haben wir promoted, gemacht, getan und waren dann auch auf vielen anderen Veranstaltungen und haben uns super ausgetauscht, gut genetworked, und dann ging es schon ins Frühjahr, und am 4. Mai diesen Jahres gab es ein großes Highlight, wo ich sehr, sehr, sehr stolz drauf bin. Und zwar durfte ich auf der größten europäischen Messe für Frauen und Karriere sprechen, auf der Women at Work. Und da habe ich über das Thema Humanismus gesprochen. Und das war einfach krass. Und das war auf jeden Fall ein Magic Moment. Und der Mai ging direkt mega weiter mit unserer ersten Veranstaltung in Wetzlar und Firmenveranstaltungen. Also das war richtig cool. Und dann ging es ab in den Sommer. Und im Sommer haben wir uns zusammengesetzt und haben noch ein Buch geschrieben. Und zwar die Anti-Stress-Strategie, um wirklich diese Ruhe wirklich in sich zu bewahren, egal in welcher Situation. Und das haben wir dann promotet bis in September rein. Und dann ging es auch schon los mit der richtigen Planung, auch die Online-Academy richtig aufzubauen. Das dauert noch einen kleinen Augenblick, also habt da noch ein bisschen Geduld. Wir wollen das wirklich professionell machen und haben gemerkt, hey, gut, wir haben es jetzt schon mal Probe aufgenommen, aber damit ihr wirklich auch was davon habt, lassen wir uns da richtig Zeit, dass das Ergebnis auch bestmöglich ist. Und ja, im Dezember fingen wir an, den Sonntagsimpuls zu geben, der auch super ankommt, und den fangen wir dann richtig wieder im neuen Jahr an. Und viele, viele, viele weitere Highlights. Das war jetzt einfach nur ein grober Rückblick von 2019 von NG Mental Coaching. Und ein paar Highlight-Bilder blende ich jetzt einfach mal ein von diesem Jahr. Und was war dein persönliches Highlight in diesem Jahr? Lass es mich wissen und schreib es in die Kommentare. Und denk immer daran, wenn du sagst, oh Mist, ich hoffe, das Jahr ist bald rum, denke über die positiven Augenblicke, die du erlebt hast. Denk über die Menschen, die du neu in dein Leben hereingelassen hast.
denke über die Momente, wo du dich kaputt gelacht hast. Denke über die Momente, die einfach magisch waren. Denke über diese Augenblicke nach und verinnerliche sie dir. Schreib gerne auch mal eine Liste mit wirklich 12 Dingen von jedem Monat. Eine Sache, wo du sagst, ey, das war einfach krass, das hat einfach, das war ein Highlight. Und ich garantiere dir, du wirst mit einem Lächeln über dieses Jahr einfach zurückblicken und gehst mit Freude ins neue Jahr. Und das möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Hab Spaß, hab Freude und Dankbarkeit. Und jetzt wünsche ich dir und deiner Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genieß die besinnliche Zeit und ja, Ende des Jahres, also nächste Woche Freitag, melde ich mich wieder kurz vor dem Jahreswechsel zum Motivation Friday. Und jetzt erstmal Merry Christmas, frohe Weihnachten und eine ganz besinnliche Zeit. Tschüss!